One, two. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Ecki, ich kann heute nicht. Alex hat mich dazu verdonnert, mit jemandem aus ihrer Kanzlei eine Erbschaftssache zu regeln. Irgendein Dr. Tilka. Wahrscheinlich verstaubt, nicht mehr auf dem Stand der Dinge, aber promoviert. Ecki, bis morgen. Guten Tag. Tag. Ich bin hier, um Alex abzuholen. Sie sind... Dr. Tilka. Verstaubt, nicht mehr auf dem Stand der Dinge... Das trifft's genau. Aber promoviert haben Sie nicht. Naja. So, wo ist sie denn? Alex kann nicht. Hat sie Ihnen das nicht gesagt? Sie musste mit einem anderen Mandanten nach Köln, deswegen soll ich mitfahren. Aber ich brauche keinen Experten für alte Bücher, sondern für Erbrecht. Da haben Sie Glück. Ich bin nämlich beides. Sind Sie sicher, dass wir morgen zurück sind? Warum müssen wir überhaupt übernachten? Och, haben Sie schon Heimweh? Norderney? Ja, Norderney. Da war ich noch nie. Mir kommt vor, als wäre es erst gestern gewesen. Der Verstorbene ist also eine große Nummer auf Norderney. Immobilien. In seinem Besitz befinden sich Grundstücke, die ordentlich was wert sind. Wie ordentlich? So 12 bis 14 Millionen. Und beide Kinder erben zum gleichen Teil. Genau. Wo ist das Problem? Es gibt kein Problem. Weshalb brauchen Sie dann einen Experten für Erbrecht? Den brauche ich nicht. Ich bin nur gerne auf alles vorbereitet. Es gibt also doch ein Problem. Wollen Sie lieber zurückschwimmen? Können Sie auch jetzt nicht im Stich lassen. Die Ehefrau des Verstorbenen, erbt ihr auch was? Das ist bloß die Sekretärin. Schön. Warten Sie auf was Wichtiges? Nur ein paar Mails aus der Bielefelder Niederlassung. Von diesem aufdringlichen Kollegen. Bitte? Alex hat erzählt, Sie hätten gerade Stress, privat, mit einem Kerl. Da müssen Sie was falsch verstanden haben. Muss ich wohl. Was ist eigentlich mit Ihrer Alters-WG? Alters-WG? Welche Alters-WG? Als ich Alex letzte Woche besucht habe, da war da auch diese Kommissarin. Wie heißt sie noch gleich? Anna Springer. Ja, genau. Die hat darüber gesprochen, dass sie bald mit jemandem zusammenzieht. Mit Ihnen? Da müssen Sie was falsch verstanden haben. Also doch. Glauben Sie, da kommt noch jemand, der besser zu Ihnen passt? Sind Sie Anwältin oder Paartherapeutin? Ich bin nur... Neugierig. Freundlich. Und nervös. Ich bin nie nervös. Warum lenken Sie denn von Ihrem privaten Stress ab? Das wären dann 250 Euro. Was heißt hier 250 Euro für eine Nacht? Also ich, glauben Sie, ich will hier irgendwie Aktien erwerben oder was? Es ist Hochsaison. Oh. So kurzfristig werden Sie auf der ganzen Insel kein Zimmer zu Ihren Preisvorstellungen bekommen. Hören Sie mal zu. Ich lasse mich von Ihnen hier nicht erpressen. Haben Sie mich verstanden? Herr Brockhorst. Kriminalhauptkommissar Brockhorst. Ich. Ihr Name war noch mal? Wilsberg. Herzlich willkommen. Moin. Sie hatten reserviert? Ja, auf den Namen Tilka. Ah ja, das Doppelzimmer. Genau. Ach, Doppelzimmer. Haben Sie Frau Springer mitgebracht? Hier, mein Gepäck. Ich muss leider kurz. Ja, Schatz. Ein Einzelzimmer brauchen wir auch. Ein Einzelzimmer? Mhm. Ah, haben wir noch. Wie, kommen da noch mehr? Was machen Sie eigentlich hier? Urlaub? Von allen Hotels auf Norderney muss es ausgerechnet dieses sein. Glauben Sie wirklich, dass ich in so einen Bums hier absteige? Hm. Wenn Sie das bitte ausfüllen würden. Danke.
Sagen Sie das nochmal. Es tut mir leid, Frau Springer, Ihnen das sagen zu müssen. Aber Herr Wilsberg scheint einer dieser Männer zu sein, die einen alten, gut gelagerten Wein einfach nicht zu schätzen wissen. Und stattdessen lieber zu einem, wie soll ich sagen, sexy Cocktail greifen. Wie bitte? Ja, ich bin genauso entsetzt wie Sie. Glauben Sie mir, Frau Springer, ich muss Ihnen die Wahrheit sagen. Ohne Sie ist es hier auf Norderney nur halb so schön. Wissen Sie was? Ich komme einfach bei Ihnen in Münster vorbei. Das hat man doch die ganze Zeit vor. Frau Springer? Frau Springer? Meine Mandanten wissen übrigens nicht, dass ich Sie mitbringe. Oh. Ich werde Sie als meinen Assistenten vorstellen. Wenn Sie also fachliche Anmerkungen haben, dann behalten Sie diese bitte erstmal für sich. Wir besprechen das dann unter uns. Bei einem guten Essen? Ja, hier gibt es ja viele kleine Fischbuden. Und große, teure Restaurants. Ich glaube, dafür reicht Ihre Expertise nicht. Wenn Ihre ausreichen würde, hätten Sie mich nie mitnehmen müssen. Guten Tag, Tanja Steinthal. Und Sie sind der Anwalt? Nein, ich bin der Anwalt. Ich bin nur der Assistent. Dr. Tessa Tilger, Sie sind die Sekretärin. Warum hat man Sie dazu bestellt? Ich denke, das ist für alle eine Überraschung. Fakt ist, vor 2 Monaten hat Ihr Vater sein notarielles Testament aus der amtlichen Verwahrung genommen. Weil er merkte, dass es ihm schlechter ging. Und weil er es für den Fall seines Ablebens hier bei uns im Haus haben wollte. Mein Vater hatte uns sowieso darüber informiert, dass er seinen gesamten Besitz zu gleichen Teilen an uns beide weitergeben wollte. Das wollte er in den letzten Wochen vor seinem Tod aber nicht mehr. Wie bitte? Ich war selber dabei, als er das alte Testament vernichtet und ein neues geschrieben hat. Das sind notariell beglaubigte Kopien. Das Original hat Herr Volkerts mir zur Aufbewahrung gegeben. Herr Volkerts wusste natürlich, dass dieses neue Testament für Ärger sorgen würde. Aber ich konnte ihn leider nicht umstimmen. Pflichtteil? Wir bekommen nur unseren verdammten Pflichtteil? Und seine Sekretärin bekommt den ganzen Rest. Ich wäre an Ihrer Stelle genauso enttäuscht und wütend. Aber lassen Sie mich bitte erklären. Gar nichts müssen Sie erklären. Sie haben ihn von Anfang an manipuliert. Einen alten, schwerkranken Mann. Ich will gar nicht wissen, was der alles angestellt hat, um ihn gefügig zu machen. Ich war nichts weiter als seine Sekretärin. Und ich wollte dieses Erbe nicht. Aber vielleicht denken Sie mal darüber nach, warum Ihr Vater in den letzten Wochen seines Lebens so verbittert war. Warum er Sie auf diese Weise bestrafen wollte. Dieser Fisch ist sicher nicht rechtsgültig. Doch, das ist er. Was? Wenn dieses Testament tatsächlich von Ihrem Vater geschrieben und unterschrieben wurde, ist dies ein aktueller, rechtsgültiger letzter Wille. Sie glauben, Sie können sich unser Erbe einfach so unter den Nagel reißen? Und wir lassen uns das einfach so gefallen? Und Sie werden diesen Scheiß anfechten. Kein Cent kriegt die verdammte Nutte. Schaffen Sie sie hier raus. Frau Steinthal. Danke, dass Sie dazwischen gegangen sind. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Bei Testamentseröffnung gibt es oft leere Drohungen. Nehmen Sie es nicht persönlich. Das waren klare Ansagen. Genau deshalb hat Ole sein Testament ja geändert. Er hatte Angst vor seinen eigenen Kindern. Wovor genau hat er Angst? Dass sie ihn umbringen. Was Sie garantiert auch getan haben. Und jetzt werden Sie weiter versuchen, an sein Geld zu kommen. Oder zumindest sich an mir zu rächen. Aber Sie sind ja deren Anwalt. Und damit sowieso auf deren Seite. Ich bin Privatdetektiv. Und auf wessen Seite ich bin, entscheide ich immer selbst. Heißt das, ich könnte Sie engagieren, um mir zu helfen? Oh, endlich mal ausspannen. Alles hinter sich lassen. Sag mal, darfst du das denn? Du bist doch im Dienst, oder nicht? Ach, hier passiert doch nichts. Es sei denn, du bist da. Hm? Ach komm, dieses eine Mal für den Mord konnte ich nichts. Ist ja jetzt nicht so, als würde ich das Unglück magisch anziehen. Und keine Sorge, Chris. Dieses Mal habe ich alle Verbrecher zu Hause gelassen. Mhm. Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Ist er weg? Ja, aber was macht denn der überhaupt hier? Ich habe keine Ahnung. Als du mich angerufen hast wegen des Urlaubs, war in der Apotheke und hast vielleicht mit angehört. Ja, und jetzt verfolgt er dich, oder was? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Brockhaus ist zwar ein bisschen eigen, aber zum Stalken fehlt ihm die nötige Portion Wahnsinn. Überraschung!
Sie Ole Volkerts kennengelernt? Er suchte nach einer Assistentin. Ich eine neue Herausforderung. Er mochte mich. Also. Wie sehr mochte er Sie? Sie fragen sich, ob die recht haben. Dass ich eine eiskalte Erbschleicherin bin. Aber wenn Sie Ole Volkerts gekannt hätten, dann wüssten Sie, dass er für Schmeichelei nicht zugänglich war. Wofür dann? Für die Idee, Norderney davor zu bewahren, skrupellosen Investoren in die Hände zu fallen. Seine Kinder würden keine Sekunde zögern, seine Grundstücke an den Meistbietenden zu verhökern. Egal, was der damit vorhat. Warum hat er seinen Kindern nicht gesagt, dass er ein neues Testament verfasst hat? Die hätten sofort behauptet, er wäre nicht im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte. Was ist mit Medikamenten? Können die sein Urteilsvermögen beeinträchtigt haben? Dieses Thema werden Sönke und Nele lieber vermeiden. Warum? Weil ich glaube, dass sie ihren Vater mit einer Überdosis seiner Medikamente getötet haben. Glauben Sie das nur oder haben Sie konkrete Anhaltspunkte? Wer hat ihn tot aufgefunden? Seine Kinder. Dabei hatte der Arzt, der den Totenschein ausgestellt hat, Ole eine Woche vorher noch mindestens ein Jahr Lebenszeit in Aussicht gestellt. Haben Sie die Polizei eingeschaltet? Die wollte sich darum kümmern. Doch die Bestattung wurde plötzlich vorverlegt. Ich wusste nicht einmal davon. Und anschließend behauptete die Polizei, dass es nicht genügend Gründe gäbe, die Leiche zu exhumieren und eine Obduktion anzuordnen. Und wissen Sie, wer der Bestatter ist? Der Verlobte von Nele Volkerts. Ich dachte, Sie freuen sich. Dass Sie mir nachspionieren. Sie hatten seinerzeit gesagt, ich solle den Namen Ihrer Apotheke selber rausfinden. Weil ich so ein guter Polizist bin. Und woher wissen Sie, wo ich Urlaub mache? Ich verrate jetzt auch nicht alle meine Geheimnisse. Okay, ich habe Ihr Handy gehackt. Wissen Sie noch? Der Link mit dem Foto von mir beim Ironman Münster? In dem Moment, als Sie draufgeklickt haben, war ich bei Ihnen drin. Und konnte jede Ihre Bewegung nachvollziehen. Das nennt man Cyberterror und Stalking. Früher nannte man das romantisches Werben um das Objekt seiner Begierde. Ich bin weder ein Objekt, noch möchte ich in irgendeiner Form Ihrer Begierde nahe kommen. Also lassen Sie mich einfach in Ruhe, ja? Ich glaube, sie steht auf mich. Dann sagen Sie ihm bitte, ich habe angerufen. Ja, schon wieder. Was haben Sie da mit der Sekretärin zu besprechen? Sie haben ein paar überzeugende Argumente dafür, dass Ihre Mandanten aus reiner Gier ihren Vater umgebracht haben. Herr Wilsberg, es ist nicht Ihre Aufgabe, für Frau Steinthal zu arbeiten. Jetzt schon. Sie hat mich nämlich engagiert. Wissen Sie eigentlich, in was für eine schwierige Lage Sie mich damit bringen? Wenn Ihre Mandanten schuldig sind, haben Sie mit Ihnen doch gleich eine promovierte Strafrechtsspezialistin zur Seite. Meine Mandanten sind unschuldig. Und ich lasse sie von niemandem über den Tisch ziehen. Von Ihnen schon gar nicht. Ach, noch was. Sie sind gefeuert. Frau Dr. Tilka, was ist, wenn Ihre Mandanten Sie über den Tisch ziehen wollen? Wäre es da nicht hilfreich, einen Experten für Informationsbeschaffung mit im Boot zu haben? Ich wusste gar nicht, dass er hier auf Norderney begraben ist. Sind Sie Ortwin Paulsen, der hiesige Bestatter? Suchen Sie ein freies Grab? Nee, ist noch ein bisschen zu früh. Ich habe ein paar Fragen wegen Ole Volkerts. Den haben Sie doch auch unter die Erde gebracht, oder? Aber nicht hier. Er hat ja auch nur zwei Beine. Warum fragen Sie nach Ole? Ich habe gehört, seine Kinder wollten die Beerdigung früher über die Bühne bringen als geplant. Er war tot. Worauf sollten die warten? Auf eine Obduktion. Sind Sie von der Polizei? Unangenehme Fragen kommen von vielen Seiten. Hören Sie, ich mache nur meinen Job. Woran jemand stirbt, das interessiert mich nicht. Auch nicht bei Ole Volkerts. Immerhin sind Sie der Verlobte seiner Tochter Nele. Ole war schwer krank. Sein Arzt hat gesagt, er ist friedlich eingeschlafen. Dann haben Sie ja nichts zu befürchten. Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie was?
Nur ein Strick, um mich aufzuhängen. Das erste Mal beim Beach-Yoga? Beach-Yoga? Aber man Strand sieht. Ich war für eine Massage angemeldet, aber der Masseur hat sich wohl was gezerrt. Sie brauchen eine eigene Matte, haben Sie eine? Wenn ich essen gehe, muss ich da auch nicht meine eigene Serviette mitbringen. Hallo zusammen. Entschuldigt die Verspätung. Zu viel Verkehr? Zweideutige Anspielung findet hier niemand so komisch. Also war das jetzt gar nicht gemeint. So, wir beginnen heute im Stand. Stellt euch aufrecht hin. Atme tief ein. Und aus, kommt in eine tiefe Vorbeuge. Macht einen großen Schritt mit dem rechten Bein zurück. Und richtet euch auf in eure Krieger-1-Position. Schulter nach unten. Länge finden. Also was Albernes habe ich ja noch nie gemacht. Tief durchatmen. Wir gehen in Krieger 2, Arme auseinanderziehen. Ausfallschritt, zieht euch in die Länge. Schulterblätter eng zusammen. Kräftig ihre Hände, da muss man ja fast Angst vor ihnen haben. Also tun Sie lieber, was ich sage. Und weiter atmen. Spürt eure Stabilität im Zentrum. Zieht euch in die Länge. Entschuldigung, zu viel Verkehr. Arme auf gleicher Höhe. Richtet euch nochmal auf. Knie bei dem Fußgelenk. Ach nee. Stabilität. Jetzt verfolgen Sie mich. Mit festen Stand. Wenn Sie der letzte Mann auf Erden wären. Ich wäre lieber der vorletzte Mann. Sehr schön. Im Vergleich würden Sie meine Vorzüge sofort erkennen. Und wir gehen zurück zum Boden mit den Händen und kommen in den ersten herabschauenden Hund. Gleitet in euer Brett in den herabschauenden Hund. Spürt die Öffnung im Oberkörper, in jeder einzelnen. Und was machen Sie hier? Atmet ein. Mich fragen, womit ich das alles verdient habe. Und aus. Sagen Sie jetzt bloß nicht, dass dieser Bielefelder Kriminalkasper der Grund ist, warum Sie mich zurückweisen. Passen Sie mal auf, Sie Provinzwachtelmeister. Und wir kommen zurück in den herabschauenden Hund und atmen hier tief ein. Bleiben für einen Augenblick. Fehlt nur noch, dass Brockhaus hier auftaucht. Der ist auch hier? Jetzt lauft oder springt zwischen eure Hände. Geht euch auf, atmet ein. Und aus. Natürlich. Dieser aufdringliche Choleriker kannte das Wörtchen Nein ja noch nie. Aber keine Sorge, um den kümmere ich mich. Bitte nicht. Spürt einen Augenblick nach. Aber die Herrschaft dieser Männer muss doch beendet werden. Damit Sie Vollpfosten die übernehmen, oder was? Atmet ein. Und aus. Wohl eher nicht. Und atmet wieder ein. Schenkt euch ein Lächeln. Und aus. Uttanasana, ganze Vorbeuge. Was machen Sie denn da? Oh nee, Sie schon wieder. Verfehlbung. Ich suche eine Frau. Probieren Sie es doch mal im Internet. Ich suche diese Frau. Lena Ehrentraut. Nach meinen Informationen soll sie sich auf Norderney aufhalten. Und weswegen suchen Sie die? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Weil Sie keine Ahnung haben? Ach, wissen Sie, Frau Vierbohm. Der Geheimhaltungsgrad dieser Information überschreitet Ihre Gehaltsstufe. Und diese Frau allein zu finden, überschreitet Ihre Fähigkeiten. Ich kann Ihnen auch eine Dienstanweisung geben. Oh, da frage ich auch noch mal leer nach, ja? Das ist sinnlos. Dies ist eine verdeckte Operation. Und dies ist meine Insel. Wenn Sie also keine offizielle Dienstanweisung haben, dann wird es mir ein Vergnügen sein, Sie bei der erstbesten Gelegenheit wegen Rechtsbeugung festzunehmen, Herr Kriminalhauptkommissar. Steinteil? Nein, läuft alles wie besprochen. Die Kinder machen zwar wie erwartet Ärger, werden aber nicht über den Verkauf der Grundstücke entscheiden können. Ich habe also freie Hand. Sehr gut. Dann erwarte ich dein Angebot.
Apotheker. Kommissar Dreckshagen, hat man Sie etwa hierher versetzt? Pappalapapp, unser schönes Bielefeld braucht mich, deshalb muss ich mich fit halten. Immer wieder den Energiespeicher volltanken. Ah, Sie wurden also zu einer Kur verdonnert. Wenn ihr einer donnert, Frau Anwältin, dann bin ich das. Haben Sie was mit dem Nacken? Hm? Versuchen Sie es doch mal mit diesem Beach-Yoga. Sie meinen Beach-Yoga? Genau, Bitch. Oder sind Sie wieder in Verbrechen verwickelt, das ich aufklären muss? Ach. Wie oft muss ich es Ihnen noch sagen? Immer gleich den Profi einschalten. Vielleicht finde ich ja irgendwo einen. Was will dein Kommissar von Tanja Steintal? Und warum nennt er sie Lena Ehrentraut? Vielleicht was Privates? Porky hat keine Affären. Und das klingt jetzt fast ein bisschen eifersüchtig. So ein Quatsch. Unser Verhältnis ist rein professionell. Also ich finde ja den Overbeck irgendwie ganz niedlich. Doch zu viel Sekt heute? Nee, ich meine das ernst. Bei dem habe ich irgendwie das Gefühl, der will eigentlich nur gerettet werden. Ja, vor sich selber. Sag mal, woher kennst du eigentlich diese Tanja Steintal? Da war so ein Todesfall. Ihr Chef. Sie hat eine Riesenwelle gemacht von wegen, das war Mord, dies, das. Vielleicht war das ja auch einer. Nee, war es nicht. Der Totenschein war einwandfrei. Was heißt denn nichts? Insa, hier gibt's keinen Mord. Und was immer dein Brocki mit Tanja Steintal vorhat, halt dich da einfach raus, okay? War der Arzt, der den Totenschein ausgestellt hat. Finden Sie es nicht merkwürdig, dass er kurz darauf in den Ruhestand verschwindet und nicht mehr erreichbar ist? Sowas kann passieren. Und Nele Volkerts verlobter Ortwin Paulsen blockt alle Fragen sofort ab. Ja, lassen Sie sich gerne beschuldigen? Lenken Sie immer ab, wenn man der Wahrheit zu nahe kommt. Wie finden Sie es denn, dass Tanja offenbar schon Volkerts Grundstücke vertickt? Sind eben begehrte Immobilien, da steht immer jemand auf der Matte. Sie sollte nicht so voreilig sein. Ich lasse dieses Testament nämlich durch einen forensischen Handschriftenvergleich auf seine Echtheit überprüfen. Gute Idee. Sie können auch Ole Volkerts Todesursache nachträglich überprüfen lassen. Was ist? Sie kennen diese Frau erst seit gestern. Und trotzdem sind Sie dermaßen von Ihrem Verdacht überzeugt. Läuft da was zwischen Ihnen? Quatsch. Wieso? Sie ist klug und scharfsinnig. Sie hat Charme und sieht gut aus. Und sie fragt Sie bestimmt nicht, ob Sie mit ihr zusammenziehen. Lassen Sie mich raten, Ihr Kollege. Was geht Sie das an? Mischen Sie sich nicht in mein Privatleben ein, dann tue ich Ihnen denselben Gefallen. Ich will Sie ja nur warnen. Ich habe da nämlich ein ganz mieses Gefühl, als ob bald irgendwas Schlimmes passiert. Das ist aber eine unerwartete Freude. Ach ja? Den Georg ganz sicherlich nicht. Sie sind extra angereist, um Herrn Wilsberg eine Szene zu machen? Nein, ich möchte einfach nur nachsehen, was er auf seinem Zimmer so treibt. Wollen Sie das wirklich? Warum nicht? Ich will ihn ja nicht töten. Das wäre ja zu einfach. Er soll leiden. Hallo, Herr Wilsberg. Lust auf einen Spaziergang?
Vielleicht soll ich doch mal in seinem Zimmer nachgucken. Eventuell frühstücken die beiden im Bett. Wollen wir das wirklich sehen? Könnte heißen Kaffee über sie gießen oder Grapefruitsaft in ihre Augen spritzen. Oder ihn mit einer Gabel in seine Weichteile stechen. Da ist die junge Frau. Frau Tilka? Sie kennen sie? Frau Springer, was führt Sie denn auf die Insel? Der Wunsch, jemanden umzubringen. Der Dame ist bestimmt nicht bewusst, dass Herr Wilsberg bereits vergeben ist. Wie jetzt? Sie haben mit Herrn Wilsberg hier eingecheckt, richtig? Haben Sie ein Zimmer oder zwei? Jeder hat sein eigenes Zimmer. Nicht mal mit ihr will er zusammen wohnen. Wer redet denn hier von Wohnen? Alex hat mir in Wilsberg empfohlen. Als Privatdetektiv? Nein, als Experten für Erbrecht. Ach, Sie sind beruflich hier? Was dachten Sie denn? Wollen Sie der jungen Dame ein bisschen was erzählen von Ihren überbordenden Fantasien? Also, um bei den Tatsachen zu bleiben, ich habe nicht gesagt, Sie sollen herkommen. Obwohl Ihnen die Seeluft sehr gut tut. Ach, verdammt doch mal, Brockhaus. Ich hätte überhaupt nicht aus Münster wegfahren dürfen. Ich habe genügend Arbeit, zumal mein Assistent jetzt krank ist. Wenn ich schon mal da bin. Ist Herr Wilsberg auf seinem Zimmer? Ich glaube nicht. Ach nein, wo ist er denn dann? Ortwin Paulsen und ich waren mal Nachbarn. Mhm. Sogar Freunde. Bis er sich in Nele verliebt hat. Und ich anfing, für Ole Volkerts zu arbeiten. Er scheint Ihnen immer noch am Herzen zu liegen, obwohl Sie ihn verdächtigen, mit Ole Volkerts Tod zu tun zu haben. Ich hatte gehofft, ich würde was aus ihm rauskriegen. Und? Nele hat ihn leider zu fest im Griff. Gibt's eigentlich schon Interessenten für die Grundstücke von Ole Volkerts? Jede Menge. Was werden Sie mit dem ganzen Geld machen? Sie zweifeln immer noch an meinen Absichten. Meine Situation liegt es natürlich nahe. Aber ich habe nichts zu verbergen, Wilsberg. Sie hoffentlich auch nicht. Wie meinen Sie das? Frau Tilka arbeitet nun mal für die Gegenseite. Wer garantiert mir eigentlich, dass Sie mich nicht in deren Auftrag aushorchen sollen? Ich verspreche Ihnen, dass es nicht so ist. Und ich halte immer, was ich verspreche. Hallo, Georg. Glauben Sie ihm kein Wort, er lügt. Hallo, Anna, was machst du denn hier? Ist das Ihre Frau? Nee, zum Glück nicht. Trotzdem, unsere Wege trennen sich hier besser. Moment! Moment! Du erklärst mir, was hier los ist. Frau Steinthal ist nur eine Klientin. Ach, Georg! Hör doch auf! Ich weiß doch, wie du aussiehst, wenn dich Frauen interessieren. Hat Frau Dr. Tilka dir das eingetrichtert? Leck doch nicht ab! Wenn ich dir wirklich was bedeuten würde, dann würdest du mir die Wahrheit sagen. Wenn ich dir wirklich was bedeuten würde, dann würdest du mir nicht hinterher spionieren. Ich spioniere nicht. Ach. Sag doch ganz einfach, dass du nicht mit mir zusammenziehen willst. Du bist es doch, die alles dafür tut, dass das mit uns nicht klappt. Oder findest du mangelndes Vertrauen und Eifersucht sind eine gute Basis? Ich habe weder Zeit noch Lust, mir länger deine Ausreden anzuhören. Du und ich, Georg, das ist vorbei. Für immer. Mensch, Anna! Tja. Was haben Sie ihr gesagt? Was haben Sie ihr gesagt? Nichts. Aber sie hört mir ja sowieso nicht zu. Frau Springer, warten Sie! Wo ist denn dieser Idiot? Frau Springer. Wie lange geht denn das schon zwischen Wilsberg und dieser Frau? Ich weiß doch gar nicht, ob da was läuft. Eigentlich ist Frau Steinthal nur seine Klientin. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen, dass er sich und mich in Riesenschwierigkeiten manövriert. Das ist eine Spezialität. Ich glaube, diese Frau ist echt gefährlich. Tja. Was geht denn mich das an? Dann wird die nächste Fähre wohl ohne mich fahren. Frau Steinthal. Wenn ich Ihnen nicht vertrauen kann, dann... Sie können mir vertrauen.
mein Privatleben. Vergessen Sie es. Der Satz könnte von mir stammen. Vielleicht passen wir zwei besser zusammen, als ich dachte. Jetzt will er ihre Unschuld beweisen. Er macht halt denselben Fehler immer wieder. Und, was glauben Sie? Wer muss die Fehler ausbügeln? Ich. Dürfte ich noch etwas nachschenken? Danke. Sie sagen also, Herr Wilsberg steht im ständigen Kontakt mit dieser Tanja Steintal? Halten Sie mich eigentlich für eifersüchtig? Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Wahrscheinlich bin ich eifersüchtig. Vielleicht hat ja diese Frau Theka Unrecht. Und diese Tanja ist gar keine Abschleicherin, sondern nur eine ganz bezaubernde, geistreiche, entzückende, hinreißende. Sie ist eine gefährliche Betrügerin. Und? Wollen Sie wissen, warum? Ja. Was im Busch? Da muss ich Ihnen ausnahmsweise mal zustimmen. Wenn meine Chefin extra anreist, um mit Brockhaus zu konferieren, dann muss es sich um einen Fall handeln, der eine geheime Kooperation erfordert, aber mich außen vor lässt. Also muss es was Wichtiges sein. Und dann ist da noch diese unglaublich attraktive junge Frau. Oh, jetzt hören Sie doch endlich mal auf, mich voll zu schleimen. Ich meine sie doch gar nicht. Aha, wen dann? Diese schöne, schlanke mit den dunklen Locken. Und aus irgendeinem Grund hat meine Chefin vorhin mit ihr über Wilsberg gesprochen. Wie, Wilsberg ist auch hier? Natürlich, er funkt mir doch überall dazwischen. Am besten, Sie gehen jetzt zu Brockhorst und erkunden die Lage. Warum gehen Sie nicht zu Ihrer Chefin? Sie denkt, ich bin krank. Hm, denkt sie das nicht immer? Die anderen sind uns einen Schritt voraus. Schon wegen der kriminologischen Effizienz sollten wir unsere Ressourcen vereinen. Aber nur die. Ich fühle mich einfach nicht wohl dabei. Ich habe so schon genug Probleme. Entspann dich einfach ein bisschen. Wie denn? Auf Anweisung oder was? Ja, genau. Das funktioniert bei mir nämlich auch nie. Deshalb die Frage, machen Sie noch was anderes als diese obszönen Verrenkung? So wie Sie mich angestarrt haben, hat sie doch gefallen. Was? Ja, was Sie mit Ihren Händen gemacht haben, das fand ich allerdings viel entspannender. Deshalb die Frage, massieren Sie auch einzeln oder muss da immer der ganze Rest mit zuschauen? Wenn Sie auch deswegen hier sind, dann stellen Sie sich bitte hinten an. Ich stehe nämlich ziemlich unter Druck. Auch zeitlich. Das hat nur mit meinem Job zu tun. Ach was. Ortwin, hey, jetzt warte doch mal. Du hast mir was versprochen. Also wie jetzt? Geben Sie auch Einzelunterricht oder nicht? Also wegen mir können wir gleich anfangen. Allerdings nicht am Strand. Sind Sie jetzt ausgebucht oder nicht? Hallo? Und irgendwann kommt eben die Frage, wie ernst meint man es? Und außerdem, wenn man es nicht riskiert. Wieso bleibt man dann überhaupt zusammen? Und Sie haben es nicht riskiert? Doch. Aber das war dann auch der Anfang vom Ende. Und wenn ich das nächste Mal mit jemandem zusammenziehe, dann muss ich wirklich absolut sicher sein, dass das auch klappt. Weshalb überhaupt zusammenziehen? Genau. Ist es nicht irgendwie heiraten durch die Hintertür? Warum nicht lieber unabhängig bleiben? Diese Enge, dieses ständige Aufeinanderhocken. Das macht doch jedes echte Gefühl kaputt. Hat es deswegen nicht geklappt mit Ihrem Ex? Im Gegenteil. Er hat sie mir geschenkt. Ich war beruflich viel unterwegs. Und als alleinreisende Frau erlebt man so einiges. Und haben Sie den zum letzten Mal benutzt? Noch nie. Hoffentlich bleibt es auch so. Wenn Sie mich beschützen. Glauben Sie, das ist nötig? Sie unterschätzen Sönke und Nele wohl immer noch. Die werden Sie nicht umbringen wegen des Erbes. Wenn es wie ein Unfall aussieht. Aber es ändert nichts am Testament. Aber an meiner Fähigkeit, für dessen Echtheit zu kämpfen.
Ist das nicht in Ordnung? Ich muss mal telefonieren. Ich hoffe, ich störe. Und weiter? Warum haben Sie auch kein Handy? Tanja Steinthal ist eine Betrügerin. Und Volkerts ist nicht der erste reiche Typ, den sie ausgenommen hat. Haben Ihre Mandanten das gesagt? Nein, Frau Springer. Ach. Ja, dieser Kommissar Brockhorst hat sie gewarnt. Der hat Tanja nämlich bis hierher nach Norderney verfolgt. Sie hat wohl schon in Wilhelmshaven ihr Unwesen getrieben und jetzt ist sie wahrscheinlich dabei, sie in ihre kriminellen Machenschaften reinzuziehen. Wenn Brockhorst hier wirklich auf der Spur ist, warum hat er dann keine Verstärkung vom Festland mitgebracht? Weil er noch nicht genug Beweise hat. Haben Sie die Beweise, die er hat, denn gesehen? Nein, aber es... Also könnte Tanja genauso gut unschuldig sein. Lenken Sie immer ab, wenn man der Wahrheit zu nahe kommt. Ich habe was gegen unbewiesene Anschuldigungen. Warum erzählt Brockhorst Anna überhaupt was von seinen Nachforschungen? Sind Sie etwa eifersüchtig, weil er sich Anna Springer anvertraut? Ich frage mich nur, warum er nicht die hiesige Inselpolizei einschaltet. Ja, vielleicht hält er sie für unfähig. Wie auch immer. Wenn Tanja wirklich was plant, dann bin ich an der besten Position, das rauszufinden. Hauptsache, Sie verraten es mir dann. Versprochen. Gut. Frau Steinthal? Frau Steinthal! Tanja? Ich würde Ihnen ja auch sogar Geld dafür geben. Das ist aber keine Frage von Geld. Und jetzt hören Sie gefälligst auf, mich vollzuschweinen. Frau Dr. Tilke, haben Sie den Handschriftenexperten endlich erreicht? Er kommt morgen auf die Insel. Ich nehme an, er entscheidet zu unseren Gunsten. Auf jeden Fall auf Grundlage von Fakten. Was sonst? Bis morgen. Bis morgen. Und warum belästigen Sie meine Mandantin? Wieso belästigen? Ich wollte Sie als meine persönliche Masseuse engagieren. Aber sie hat wohl gerade Stress mit ihrem Freund. Dem Bestatter? Ach, deshalb hat er so eine traurige Figur abgegeben. Aber mehr als ein paar entspannende Handgriffe wollte ich doch gar nicht von ihr. Haben Sie noch über was anderes gestritten als über Ihr fehlendes Feingefühl? Wieso interessiert Sie das? Verschweigt Ihre Mandantin wichtige Details? Was geht Sie das an? Ich bin Kriminalkommissar. In Bielefeld? Pop, 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 pop. Ich bin überall einsetzbar. Und jetzt erst recht neugierig. Seid doch nicht so auffällig. Ein Glück habe ich einen Experten dabei. Sagen Sie mir einfach, was Sie gehört haben. Tja, Information ist heutzutage die wertvollste Währung. Was wollen Sie? Wie geschickt sind Sie mit Ihren Händen? Verstehe, Frau Kollegin. Wieso soll ich Ihnen was schuldig sein? Ich habe für Sie auch schon öfter mal im Polizeicomputer nachgeschaut. Doch, mindestens einmal. Ach, jetzt hören Sie doch auf. Das gilt nicht für Sie. Also, eine Betrügerin ist weder unter dem Namen Lena Ehrentraut noch Tanja Steinthal polizeilich bekannt. Aber warum sollte Brockhorst deswegen lügen? Vielleicht war es ja gar keine Lüge, sondern Unfähigkeit. Schließlich arbeiten bei der Polizei nicht nur die hellsten Köpfe. Die andere Frage ist, was meinte Paulsen damit, dass er schon genug Sorgen hat? Was hat Nele von ihm verlangt? Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Arbeit. Ein Fall. Das ist die einzige Methode, bei der ich mich wirklich entspanne. Stopp, das ist nicht Ihr Fall. Und alles, was ich Ihnen über meine Mandanten erzähle, bleibt gefälligst unter uns. Geht's? Ich lebe noch. Danke Ihnen. Ja. Und sicher zur Enttäuschung von Sönke und Nele Volkerts. Der Kaffee riecht tatsächlich nach Haselnuss. Vielleicht fein gemahlen als Pulver drunter gemischt. Sie wissen beide von meiner Allergie. Die müssen hier drin gewesen sein. Ja. Vor Einbrüchen sind Sie hier nicht sicher. Ich würde mich sicher fühlen, wenn Sie bei mir blieben. Über Nacht. Was machst du da? Ich schaue mich ein bisschen um.
Wer sagt denn, dass unser Vater nicht noch ein weiteres Testament verfasst hat? Eins, das nur dich begünstigt, oder wie? Wer hat Sie denn nach Norderney versetzt? Wieso denken eigentlich alle, man will mich versetzen? Ihnen ist schon klar, dass ich Sie sofort verhaften könnte. Können Sie nicht. Kann ich doch. Können Sie nicht. Abgesehen von mangelnden Befugnissen sind Sie selbst hier eingebrochen. Wieso eigentlich? Kann ich Ihnen nicht sagen. Können Sie nicht oder wollen Sie nicht? Ich will immer, was ich kann. Und ich kann, was ich will. Meistens sogar noch mehr. Ist niemand zu Hause. Weshalb spionieren Sie eigentlich Paulsen hinterher? Hinsetzen! Jetzt verstehe ich. Sie sind wegen des Geldes hier. Genau. Wo ist es? Ich hab's noch nicht, aber ich bekomme es bestimmt. Bestimmt? Das habe ich doch Ihrem Boss alles schon erklärt. Mhm. Meine Verlobte wird bald gigantisch erben. Und dann zahle ich Ihnen das alles zurück. Wie man so hört, erbt möglicherweise jemand ganz anderes. Und dieses Problem müssen wir aus der Welt schaffen. Ich mach sowas nicht. Wer ist denn dann für den Anschlag auf Tanja Steinthal verantwortlich? Was denn für ein Anschlag? Wer ist da drin? Zwingen Sie mich besser nicht, den rauszulassen. Hören Sie, ich weiß nichts von einem Anschlag. Ich will auch nicht in die Sache reingezogen werden. Mann. Wenn das mit dem Erbe nicht klappen sollte, dann habe ich bestimmt bei der nächsten Pokerrunde Glück und ich zahle alles auf einen Schlag zurück. Auf einen Schlag? Ah! Scheiße! Paulsen hatte also Spielschulden und einen Anschlag gab's auch. Weshalb sind Sie denn Paulsen auf der Spur? Er kennt meine Yogalehrerin. Sie halten sich ab sofort aus der Sache raus. Ein Einbruch ohne richterliche Anordnung hätte nämlich weitaus üblere Konsequenzen als nur eine Versetzung, Herr Kommissar. Ja, aber... Kein Wort zu niemandem. Kein Wort. Paulsen will sich also nicht von Nele für was Kriminelles einspannen lassen. Behauptet er zumindest. Wenn es stimmt, könnte Nele den Anschlag auf Tanja Steinthal selbst verübt haben. Oder ihr Bruder. Paulsen trägt sich übrigens mit dem Gedanken, auszuwandern. Ja, aber dass er weg will, ist doch kein Beweis dafür, dass er was mit dem Tod von Ole Volkers zu tun hat. Oder dass es überhaupt Mord war. Sie glauben wohl auch, dass Tanja Steinthal ihren eigenen allergischen Schock selbst ausgelöst hat? Könnte doch sein. Um sie ganz auf ihre Seite zu ziehen. So leicht klappt das bei mir nicht. Na, hoffentlich. Hm.
Was wollen Sie denn schon wieder? Ich habe gerade diesen Paulsen verhört. Ach, Sie auch? Diese Bielefelder Torfnase war doch eben noch am Strand. Genau, mit dieser hübschen Schlanken. Das geben Sie es doch endlich zu, die haben uns längst abgeschüttelt. Unmöglich. Sind Sie jetzt auch noch Teilzeit-Indianer? Ich dachte, Sie sind bei der CSI Friesland. Wieso versuchen Sie nicht mal, die Spuren der beiden zu finden? Ich habe meine Ausrüstung nicht dabei. Geben Sie etwas schon auf? Sollen wir hier in den Dünen übernachten? Klingt doch gut. Dann viel Spaß. Vielleicht haben Sie ja Glück und ein paar Kaninchen kuscheln sich an Sie. So, und bitteschön. Zusammen oder? Getrennt. Unsinn, ich mach das schon. Wir sind doch sowas wie Partner. Sind wir nicht. Sind wir doch. Stimmt, genau. Und wie setzen wir das Ganze jetzt hier fort? Wenn sich das Testament morgen bei der Überprüfung als echt erweist, dann ist mein Job hier beendet. Ich würde mal nicht damit rechnen. Hallo? Ja? Ja, schön, dass du mal zurückrufst. Ja, aber du kannst... Das ist doch nicht dein Ernst. Okay, gut. Das waren jetzt aber nicht Ihre Mandanten, oder? Ein Kollege aus der Kanzlei. Berufliche Differenzen? Passiert den Besten, sogar mir. Das hier war privat. Ich dachte... Egal. Er mag mich. So richtig. Langfristig. Aber dann macht er plötzlich mit mir Schluss. Ohne Erklärung. Und ich meine, wenigstens die habe ich doch wohl verdient, oder nicht? Aber immer, wenn ich mit ihm darüber reden will, dann weicht er aus. Und jetzt? Jetzt wirkt er mir sogar eine einstweilige Verfügung rein, damit ich hier nicht mehr anrufe. Ich meine, können Sie sich sowas vorstellen? Immerhin wissen Sie nun Bescheid. Hm? Er ist ein Vollidiot. Was ist? Das Testament. Zum Glück hat es nicht gefunden. Sönke? Könnte auch Nele gewesen sein. Egal, sie haben es nicht geschafft. Wir sollten trotzdem die Polizei alarmieren. Wozu? Die macht sowieso nichts. Erklären Sie mir wenigstens eins. Wollen Sie wirklich damit schießen? Manchmal reicht es schon, jemandem Angst zu machen.
Guten Morgen, so früh schon aktiv? Ach, Kommissar Brockhorst. Ja, der Handschriftenexperte kommt gleich. Oh, da wird's für unsere Betrügerin aber eng. Wollen Sie für den Fall nicht gleich mitkommen? Danke. Nein, da muss ich der hiesigen Polizei den Vortritt lassen. Ach. Ja, aber sagen Sie mir Bescheid. Dann werde ich alles Erforderliche in die Wege leiten. Frau Steinthal, hat die sich in Bezug auf mich irgendwie geäußert? Ich meine, ich bin hier auf dem Fersen. Ich würde versuchen, mich zu diskreditieren. Dazu hat Herr Wilsberg bisher noch nichts gesagt. Er weiß also noch nicht, dass ich gegen diese Frau ermittle? Nein. Gut. Aber ich könnte ihn doch bitten, sie Tanja gegenüber zu erwähnen. Wäre doch interessant, was sie dann sagt. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das macht ihn nur verdächtig. Hm. Nicht, dass diese Frau, wie immer sie sich jetzt nennt, nervös wird und sich wieder aus dem Staub macht. Wieder? Siehst du ihn schon mal entkommen? Entkommen? Ich habe sie gehen lassen. Die Beweislage ist auch noch nicht ganz schlüssig. Ja, aber das wird sich ändern. Na dann, bis später. Ole Volkerts hat dieses Testament eindeutig nicht geschrieben. Ich wusste es. Wie kommen Sie drauf? Strichbeschaffenheit, Druck, Bewegungsführung, Buchstabengröße, das alles weist zwei Ähnlichkeiten auf, aber ich denke schon jetzt, dass mein abschließendes Gutachten eine nahezu hundertprozentige Sicherheit belegen kann. Das ist Betrug. Und Sie dachten, Sie kommen damit durch, aber dafür bringen wir Sie ins Gefängnis. Das kann einfach nicht sein. Ich stand neben Ole. Ich habe genau gesehen, wie er das Testament geschrieben hat. Ich denke, wir sind hier fertig. Ja, aber was passiert jetzt? Wenn das alte Testament vernichtet und dieses ungültig ist? Wird der Nachlass nach der gesetzlichen Erbfolge geregelt. Und da es keine Ehefrau gibt und keine weiteren Kinder, fällt das Erbe zu gleichen Teilen Ihnen beiden zu. Ja. Das ist nicht das Original. Hier, oben rechts. Ole hatte mit seiner Hand einen Teil der Schrift verwischt. Davon ist hier nichts zu sehen. Ach bitte, haben Sie nicht endlich mal genug von Ihren Lügen? Das ist nicht das Original. Ja, aber es war in Ihrem Besitz. Sie haben es mitgebracht und vorgelegt. Die beglaubigte Kopie, die Frau Steinthal Ihnen mitgebracht hat, können Sie noch mal herholen zum Vergleich. Den Wisch habe ich längst geschreddert. Ah. Und Ihr Exemplar? Ja, ebenfalls. Wir waren ja von Anfang an davon überzeugt, dass die Lügen, die darauf stehen, nicht mal das Papier wert sind, auf das sie von Frau Steinthal gepinselt wurden. Ich rufe dann mal die Polizei. Wie konnte das passieren? Der Einbrecher gestern, der hat nichts gestohlen. Er hat das Original gegen die Fälschung ausgetauscht. Und jetzt? Müssen wir das beweisen. Die kriegen, was sie wollen. Weil sie sich's einfach nehmen. Und ich habe Ole versprochen, dass das nicht passiert. Ganz ruhig. Ruhig? Die haben ihren Vater umgebracht. Und jetzt stempeln sie mich als Lügnerin ab. Wer weiß, womöglich schieben sie mir auch noch den Mord in die Schuhe. Ist doch eine ganz gute Idee. Das glauben Sie doch nicht wirklich. Sönke und Nele wollten vor allem eins, kräftig erben. Zuerst stand ihr Vater ihnen im Weg, dann Tanja. Haben die beiden wegen Tanja schon die Polizei verständigt? Nein, Sönke war dagegen. Ah, wieso? Na, weil er berechtigterweise Angst davor hat, dass die Presse Wind von Tanjas Betrug bekommt und das Ganze aufbauscht. Was den Verkauf der geerbten Grundstücke verzögert hätte. Ja, also werden Sie jetzt auch nicht versuchen, Tanja den Tod von Ole Volkerts in die Schuhe zu schieben. Von dem übrigens nur sie sicher ist, dass es Mord war. Sowohl Sönke als auch Nele hatten Zugang zu den Medikamenten ihres Vaters. Ja, das heißt noch lange nicht, dass sie ihn auch umbringen. Vielleicht hat ja jemand gesehen, wie die beiden ihrem Vater eine Überdosis verabreichten. Wer sollte das sein? Interessant wäre ja nur die Reaktion auf so ein Zeugen. Ach, und Sie wollen, dass ich den beiden diese Informationen zuspiele? Na
Sie machen sich ja nicht mehr strafbar. Möglicherweise haben Sie einfach gehört, wie Tanja und ich darüber gesprochen haben. Zufall. Das bezweifle ich. Na schön, Frau Lena Ehrentraut. Oder soll ich besser sagen, Tanja Steintal? Man kommt ja durcheinander. Sag besser gar nichts, Jan. Wir müssen reden. Unsere Vereinbarung. Es ist besser, du fährst wieder nach Hause. Auf so einer Insel läuft man sich sonst ständig über den Weg. Und das wollen wir doch beide nicht. Oder? Sie sind mehr der Typ für den Kurs Sandbogenbau. Ich gebe zu, für richtige Entspannung bevorzuge ich eine andere Tätigkeit. Mit hübschen, dunkelhaarigen Frauen zum Beispiel. Was soll denn diese anzügliche Bemerkung? Ach, kommen Sie, wir haben Sie gesehen gestern. Wir? Sagen Sie nicht, dass Sie mit dieser Münsteraner Flachzange eine Allianz geschmiedet haben. Die könnte ich auch mit Ihnen schmieden. Sie müssten mir nur sagen, wem Sie auf der Spur sind. Tut mir leid. Meine Loyalität gehört bereits Frau Dr. Zilker. Hm. Vielleicht möchte sie diese ja noch umtauschen. Allein die Tatsache, dass Sie mir nachspionieren, beweist, dass Sie gar nichts zu bieten haben. An wichtigen Erkenntnissen, meine ich. Hm. Hätten Sie welche, dann hätten Sie ja wohl kaum Zeit, Ihre Unsportlichkeit erneut zur Schau zu stellen. Hallo. Moin. Was ist los? Gestern zu viel herabschauendes Hündchen oder ist das die Position humpelnder Heuchlerin? Wie bitte? Interessant. Sehr interessant. Suchst du was Bestimmtes? Hättest du auch einfach klingeln können. Ich wollte nicht stören. Sondern? Dir die Chance geben, dich zu entschuldigen? Entschuldigung. Oh, aber jetzt, das kannst du ja doch machen. Mit mehr Schwung. Du machst es einem manchmal wirklich nicht leicht. Ja, aber das Leben mit dir ist ein einziges Picknick. Wo ist denn deine Klientin? Hm? Die kommt bestimmt bald. Wenn du zum Essen bleiben willst. Nee, danke, mir ist schon schlecht. Ich habe gehört, du amüsierst dich jetzt mit Brockhorst. Ich finde Männer, die ehrlich zu mir sind, sexy. Ich war immer ehrlich zu dir. Im Wesentlichen. Ach. Liebe in den Zeiten alternativer Fakten, oder was? Habe ich es nach all den Jahren wirklich nicht verdient, dass du mir vertraust? Entschuldigung. Aber ich habe noch eine Verabredung. Bye, bye. Was meinte dieser Kommissar aus Bielefeld damit? Wahrscheinlich gar nichts. Genauso ein Dösbaddel wie Overbeck. Deswegen ist es wichtig, dass wir beide jetzt weiter mit den Grill, bevor es zu spät ist. Da sind sie. Ich habe sie schon überall gesucht. Mich auch? Nun, ich habe interessante Neuigkeiten. Ach ja? Sie haben sich für den VHS-Kurs angemeldet. Wie observiere ich unauffällig? Unauffällig ist mein zweiter Vorname. Deswegen hat Kommissar Brockhorst auch gar nicht gemerkt, wie ich ihn beobachtet habe. Im Gespräch mit Tanja Steintal. Ja, genau. Da liegt nämlich des Pudels Kern im Tee. Ihr Brocki hat irgendwas Privates mit dieser Frau laufen. Hab ich doch gesagt. Ach, wirklich? Ja. Ja, und was wollen Sie jetzt damit sagen? Ja, dass Sie eine Affäre haben. Ja, über Details haben die beiden jetzt nicht gesprochen. Aber die kann man ja recherchieren. Und ich weiß auch schon, wie. Natürlich ist das Unsinn. Ja, aber mich wundert nicht, dass die Frau das jetzt auf die Tour versucht. Ja, trotzdem danke für die Information. Wiederhören.
Wer war das? Frau Tilke hat mir gerade gesagt, dass sie ein Gespräch zwischen Tanja und Wilsberg mitgehört hat. Ein Gespräch worüber? Sie behauptet jetzt gesehen zu haben, wie Vater ermordet wurde. Das kann nicht sein, oder? Jedenfalls müssen wir jetzt verhindern, dass Tanja uns weiter Steine in den Weg legt. Was hast du vor? Tanja zu beseitigen wird nur noch größere Probleme verursachen. Kommt ganz darauf an. Sie wollen weg von hier? Ich habe keine Lust darauf zu warten, dass Sönke und Nele mir was antun. Dazu wird's nicht kommen. Wie lange wollen Sie noch auf mich aufpassen? Ein paar Tage noch? Eine Woche? Ich bin ziemlich gut darin, Leute schnell nervös zu machen. Dann machen sie Fehler. Und jemand wie Sie gibt doch nicht auf. Weiß deine Anna dich eigentlich zu schätzen? Nele kann sich auch woanders verletzt haben. Jetzt hören Sie doch mal auf, wie deren Anwältin zu denken. Damit habe ich schon lange aufgehört. Ich wünschte nur, ich hätte es einmal mit Leuten zu tun, die keine Verbrechen verheimlichen. Also allein bei der Vorstellung verspanne ich mich schon wieder. Okay, also Nele bricht bei Tanja ein, um das Testament auszutauschen und doch noch das Erbe zu kassieren. Aber mehr als ein gezerrtes Bein haben wir dafür als Beweis nicht. Und ich glaube kaum, dass Nele das Risiko eingeht, in Wilsbergs Falle zu tappen. Was denn für eine Falle? Das haben Sie jetzt nicht gehört. Also wirklich? Ich lehne mich die ganze Zeit für Sie so weit aus dem Fenster, dass ich fast rausfalle. Und Sie haben nur Angst, es könnte ziehen. Das ist ja nicht so, dass Georg der Einzige gewesen wäre. Also es gab schon Bewerber. Also ich hatte Angebote. Doch? Ich habe sie alle abgelehnt. Der Beruf, alles für die Karriere. Eines Tages wacht man auf und fühlt sich ums Leben betrogen. Ja. Man dachte doch immer, man hätte Zeit, ne? Ja. Eine Illusion. Die Vorstellung, dass man immer Herr der Lage wäre, nicht? Vor allem, wenn man den Job schon so lange macht wie wir. Wie meinen Sie das genau? Was? Reden wir von was anderem. Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Das muss was bedeuten. Hm? Finden Sie nicht auch? Ja? Kannst du auch nicht schlafen? Ich bin auch nicht müde. Wenn die was planen, muss das ja nicht heute Nacht passieren. Wer weiß. Geht das überhaupt? Na ja, ich hab schon schlechter geschlafen. Willst du es bequemer haben? Ich hatte ja gehofft, dass Sie im Türöffnen ein bisschen besser sind als im Beschatten. Ich musste Sie nicht mitnehmen. Ich könnte diesen Fall auch ganz alleine lösen. Wahrscheinlich ist es eine Schnapsidee. Wenn Brockhaus wirklich etwas zu verbergen hätte, dann würde er es sicherlich nicht im Hotelzimmer liegen lassen, sondern in einen Safe tun. Den können Sie ja dann aufbrechen. Das funktioniert vielleicht in Honey und Nanny-Filmen, aber doch nicht bei dieser Tür. Et voilà. Nach Ihnen, Herr Overbeck. Schick.
Wollen Sie noch rumstehen? Haben Sie jetzt noch Skrupel wegen Ihrem Brocki? Safe war leer. Was haben Sie da? Das ist ganz interessant, denn so ein Ding haben Menschen früher alles reingeschrieben, was wichtig war. Brockhorst arbeitet analog, fast schon wieder sympathisch. Guter Mann. Ja, geht doch. Ich von meiner Anreise geahnt hätte, dass ich mit Ihnen aufs Zimmer gehe. Dann wären Sie wahrscheinlich zu Hause geblieben. Ich finde Sie seit unserer ersten Begegnung unglaublich begehrenswert. Oh, ja. Wie viel Wodka haben Sie denn heute getrunken? Humor ist ein prima Schutzschild. Ich denke, den können Sie heute mal ablegen. So, so. Ja. Typisch Mann, ne? Denken Sie immer nur anders ein. Dank Ihnen denke ich das erste Mal nicht nur an meinen Job. Schuldgefühle? Ich hätte Anna einfach früher sagen sollen, dass ich das mit dem Zusammenziehen kritisch sehe. Sitzt sie wahrscheinlich in ihrem Zimmer. Unglücklich allein. Ich frage mich, warum ich Georg immer wieder eine neue Chance gegeben habe. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Die Tatsache, dass ihr all die Jahre nicht zusammengekommen seid, sagt doch auch eine Menge. Sagt aber mehr über mich als über Sie. Ich denke, Sie brauchen einen ganz neuen Anfang. Kommen Sie nach Leer. Ach, und alles aufgeben, was ich mir über die Jahre erarbeitet habe? Vielleicht wäre es für dich ganz gut, Münster zu verlassen. Ich bleibe auch nie lange an einem Ort. Wieso nicht? Was ist, wenn es noch was Besseres gibt? Wer wagt, gewinnt. Was ist, wenn man auf der Suche nach was Besserem das Gute verliert, das man hatte? Ich finde, wir reden zu viel. Keine Angst, ich habe meinen Wagen schaltig machen lassen, aber ich muss jetzt einfach was essen, niedriger Blutzucker. Ich dachte eher, Sie sind ein Kandidat für zu hohen Blutdruck. Mir doch egal, was die Ärzte sagen. Sind Sie deshalb hier zur Kur? Im Job zusammengeklappt? Für jemanden knapp über 30 bin ich noch überdurchschnittlich belastbar. Ach so, dann sehen Sie also nur so aus wie jemand über 50. Bei solchen Bemerkungen, da brauchen Sie sich nicht wundern, dass nur Vollidioten auf Sie fliegen. Hoffentlich passiert da jetzt nichts. Wieso? Wir passen doch auf. Ich meine da oben. Was soll denn da jetzt passieren? Und wieso würde sie das stören? Es gibt da noch jemand anderen. Wie, er ist verheiratet? Nein, aber er wollte gerade mit jemandem zusammenziehen. Und jetzt? Ah ja, verstehe. Klassischer Transfer. Was? Weil Sie verlassen worden sind, gönnen Sie anderen auch kein Liebesglück. Und anstatt es zuzugeben, verstecken Sie sich lieber hinter moralischen Bedenken.
Haben Sie vor kurzem einen Psychologieratgeber verschluckt? Nein, aber mir wurde schon mal genau dasselbe diagnostiziert. Können Sie mal damit aufhören? Wieso? Sie konnten doch trotzdem einschlafen. Und das war vorhin kein Scherz. Ich habe meinen Wagen persönlich schalldicht machen lassen. Und Sie glauben ernsthaft, das ist von Vorteil, wenn man jemanden observiert? Müssen wir uns Sorgen machen? Was ist? Sind Sie etwa schon wieder eingeschlafen? Ja, sie hätten nicht aufhören dürfen zu essen. Sieht aber nicht so aus, als wäre da was passiert. Röntgenblick oder was? Ich habe Ihnen doch gesagt, allein meine Präsenz als Ermittler. Ach. Was ist? Wo wollen Sie hin? In mein Hotel. Jetzt regen Sie sich doch nicht gleich auf. Sie hätten doch auch wach bleiben können. Statt der... Ist alles in Ordnung? Ich hab's nicht gemacht. Was? Wieso nicht? Ich hab dir doch erklärt, dieser Winsbeck ist kein Kreditei. Der will nur... Tanja helfen, uns die Kohle wegzunehmen. Ich hab dir von Anfang an gesagt, dass ich das einfach nicht kann. Willst du nicht mehr von ihr weggehen? Neuanfang, Nummer zwei. Doch, aber... Gut. Dann tu's einfach. Für mich. Für uns. Ich kann alles erklären. Da bin ich aber gespannt. Punkt eins. Ich brauchte einfach mal Urlaub. Deshalb die Krankmeldung. Punkt zwei. Im Leben kommt es eben nicht nur auf die Arbeit an, sondern vor allem auf die Liebe. Sie selber haben ja gestern Abend gesagt, wie wichtig es ist, dass man sich das nimmt, was Sie wollen. Ich warte sehnsüchtig auf Punkt drei. Warum zum Teufel schlafen Sie unter meinem Bett? Ich war nicht allein. Bitte? Mein Partner in Crime war bei mir. Schläft wahrscheinlich noch. Deswegen können wir vielleicht alle etwas leiser sprechen. Da ist niemand. Was? Ich verstehe nicht. Punkt drei, Overbeck. Punkt drei. Wir wollten doch nur herausfinden, was hier los ist. Ich meine, auch Sie müssen einiges erklären. Warum sind Sie hier und nicht in Münster?
Und warum helfen Sie diesem Kollegen aus der Provinz bei seinen Machenschaften mit Tanja Steinthal? Wobei? Wobei? Moment, ich kenne Sie doch. Mich? Ja. Sie haben gestern Drecksage und mich beobachtet und dabei den Postkartenständer umgekippt. Und bei Ihnen war auch dieser Typ, von dem Drecksage behauptet, er würde Sie belästigen. Ich bin übrigens Anwältin. Wenn Sie also eine einstweilige Verfügung gegen ihn brauchen, dann. Herr Overbeck und ich, wir ermitteln gemeinsam in Sachen Tanja Steinthal und was Herr Brockhaus damit zu tun hat. Zeit für einen Kaffee? Zeit und auch bitte, Hafja. Gut. Frau Scherzinger hat bitte was? Na, Ihren Terminkalender an sich genommen. Wie gesagt, ich bin mir der Ironie durchaus bewusst. Manchmal muss der Zweck einfach meine Mittel heiligen. Aha. Und deswegen schlafen Sie unter meinem Bett und begünstigen einen Diebstahl. Offenbar hat sie ihn ja wieder zurückgelegt. Sie hat da reingeschaut? Ja, aber ich nicht. Sie beide sind ja leider im entscheidenden Moment hereingekommen und wir konnten uns unter dem Bett natürlich... Was ist das? Das ist gar nichts. Das... Zum Glück bin ich hier. Herr Wilsbeck, ich wollte gerade zu Ihnen. Um mir zu erklären, warum Sie gestern Nacht mit Drecksage vor dem Haus gewartet haben. Wir wollten einen zweiten Anschlag verhindern. Aber jetzt habe ich wichtige Neuigkeiten. Über Ihren Mandanten? Nein, über Brockhorst. Er lügt. Dachte ich mir schon. Aber Tanja auch. Was willst du? Er hat doch schon gewonnen. Es gibt noch genau eine Möglichkeit, wie nur du und ich von all dem profitieren können. Das hier sind mindestens 30.000 Euro. So eine Urlaubskasse hätte ich auch mal gern. Wofür? Korruption. Was? Nein, das ist eine Art Schweigegeld. Das verstehe ich nicht. Sie wollten doch der Steinthal nach Norderney folgen, um sie eines Betrugs zu überführen. Gut, da hätte ich jetzt etwas präziser sein sollen. Wir sollten jetzt folgendermaßen gucken. Tanja? Tanja! Moin. Herr Wilsbeck. Ist Ihr Bruder da? Tut mir leid. Frau Steinthal vielleicht. Warum sollte sie hier sein? Ich denke inzwischen, man muss ihr alles zutrauen. Das denke ich schon lang. Hätte nicht gedacht, dass Sie die Einsicht mal teilen. Besser spät als nie. Könnten die beiden ein Problem werden? Nicht, wenn wir uns darauf vorbereiten. Ich war Tanja Steinthal wirklich auf der Spur. Oder wie sie sich seinerzeit nannte, Lena Ehrentraut. Sie hatte eine Affäre mit ihrem damaligen Chef. Der starb, das bisherige Testament verschwand. Dafür tauchte ein neues auf. Das sie begünstigte. Seine Tochter beschuldigte sie, eine Betrügerin zu sein. Ja, ich nahm eine Befragung vor. Die führte aber zu nichts. Aber ich blieb dran und hab sie beschattet. Wie nah beschattet. Ich schwöre, ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich in ihrem Bett gelandet bin. Oh. Ja, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und Sie wissen, dass sowas vorkommt. Ja, ja. Sie hat mir Fotos geschickt. Ja, sie und ich im Bett, damit ich stillhalte. Aber da kam für mich überhaupt nicht in Frage, dass... Ich wollte ihr weiter auf den Fersen bleiben, um sie dann im geeigneten Moment zu überführen.
Und das Schweigegeld für einen Notfall. Schweigegeld? Aber wofür? Danke. Das durfte, konnte ich leider nicht mehr mithören. Aber es ging um Tanja Steinthal. Und jetzt wollen Sie den Fall mit mir zusammen aufklären? Naja, Sie sind die hiesige Polizei. Und zu fast allen Schandtaten bereit. Hier sind Sie. Ich habe Sie schon überall gesucht. Sie haben mich einfach unter dem Bett liegen lassen. Unter dem Bett? Ich habe versucht, Sie zu wecken. Aber wäre ich noch lauter gewesen, wären die anderen beiden doch aufgewacht. Die anderen beiden? Akret, du glaubst nicht, wo wir da reingeraten sind? Hört sich nach einem ziemlichen Gedränge an. Deshalb hole ich mir bereits offizielle Unterstützung vor Ort. Ach nee. Du fällst einer Freundin in den Rücken, nur weil du an plötzlicher Geschmacksverirrung leidest? Du wolltest ihn doch nicht. Du kannst ihn gerne haben. Nee, unter den Umständen gebe ich ihn dir gerne wieder zurück. Doch, Gott, behalte ihn, dann habe ich ihn wenigstens vom Hals. Moment mal, Ladies. Ich bin doch nicht irgendein Objekt, über das man verfügen kann, wie man will. Polizeiwache Norderney. Ich muss da mal was loswerden. Nicht, dass hinterher jemand behauptet, das wäre alles meine Schuld gewesen. Ich wusste, dass du mir in den Rücken fällst. Bevor du mir deinen Bestatterfreund auf den Hals hetzt? Ich würde einem Mitglied unserer Familie nie etwas antun. Ach nein? Nein. Genau das unterscheidet mich von meinem Bruder. Du wolltest das Erbe genauso wie ich. Und keine Sorge. Du sollst auf keinen Fall leer ausgehen. Aber brüderlich teilen willst du nicht mit mir. Dein Pflichtanteil ist groß genug für einen Neuanfang irgendwo anders. Lass mich raten. Du hast deine beglaubigte Kopie des geänderten Testaments überhaupt nicht vernichtet. Und jetzt sorgst du damit dafür, dass Tanja den Löwenanteil erbt und mit dir teilt. Du hättest nicht bei ihr einbrechen und das Testament gegen eine gefälschte Kopie austauschen sollen. Willst du mich dafür etwa ins Gefängnis bringen? Nicht, wenn du deinen Pflichtanteil akzeptierst und verschwindest. Hier steht Hummer drauf. Ich esse keinen Hummer. Also das kann auf jeden Fall nicht von mir sein. Ich habe so viel nicht gegessen. Das tut mir leid, da muss ich dem Kollegen davon was sagen. Ja, machen Sie das doch bitte. Dankeschön. Frau Springer, Sie reisen schon ab? Vorher muss ich noch was erledigen. Gibt's ein Bruckhaus-Problem mit Tanja? Sind Sie Overbeck in die Arme gelaufen? Ich weiß es von Inter. Weiß Herr Wilsberg auch Bescheid? Ja. Und deshalb will er Tanja jetzt auch zur Polizei bringen. Ach, will er das? Warum vertraust du ihr noch? Dein ursprünglicher Plan, sie bei Vater einzuschleusen, lief schließlich grandios schief. Sie sollten unseren Vater eigentlich beeinflussen, um mich aus dem Testament zu streichen, richtig? Stattdessen dachten sie sich, hey, warum nicht gleich beide Kinder? Und selber alles absahen. An deiner Stelle würde ich ihm auch nicht vertrauen. Ihre Schwester hatte seit Monaten den Verdacht, dass sie das Ableben ihres Vaters ein bisschen beschleunigen wollen. Deshalb hat sie in seinem Schlafzimmer eine Überwachungskamera installiert. Ich habe natürlich gemerkt, dass du den USB-Stick mit der Aufnahme gefunden hast. Dachtest du wirklich, das ist die einzige Kopie? Und bei mir sollte es wohl der allergische Schock sein. Aber statt damit zur Polizei zu gehen, haben sie den Beweis unterschlagen, um nötigenfalls ihren Bruder zu erpressen. Wir können doch alle abkassieren. Ja. Ich mach da nicht mit. Wirklich nicht? Welchen Anteil hat mein Bruder Ihnen geboten? 80-20? Ich biete Ihnen 70-30. Das sind mindestens 4 Millionen, darauf verzichten Sie doch nicht. Jetzt bleiben wir mal alle ganz ruhig. Wir können uns doch wirklich einigen. Nein. Ich kann mich nicht einigen. Nicht mit einem Mörder. Und auch nicht mit einer Lügnerin. Und was du mit Brockhorst vorhattest, ist sicher nicht nach meinem Geschmack. Ich rufe jetzt die Polizei. Tanja. Wir wissen doch beide, das ist nur eine leere Drohung. Oh.
Nase geschossen? Wir sollten einen Krankenwagen rufen. Irren ist menschlich. Hallo, Anna. Warum musst du mich eigentlich immer so erschrecken? Warum? War diesmal wirklich nicht meine Schuld. Anna! Mensch, Brocki, sie hätte mir schon sagen können, dass Sie meine Hilfe brauchen. Das nächste Mal. Aber dann ohne diesen Chaos-Magneten aus Münster. Ja. Ja. Tja, ohne mich hätte das Ganze kein gutes Ende genommen. Wie gut, dass Sie nie zur Selbstüberschätzung neigen. Das haben wir beide ja wohl gemeinsam. Einmal die Rechnung. Lassen Sie mich mal. Normalerweise lasse ich mich von Frauen nie einladen. Mir ist einfach peinlich, dass Sie kein Trinkgeld geben. Was willst du hören, dass du recht hattest? Hatte ich doch gar nicht. Willst du mir was beichten? Du mir? Was machen wir denn jetzt? Nach Hause fahren? Und wo ist das? Hallo, Chef! Das sieht mir ganz nach einer Fahrgemeinschaft nach Münster aus. Da komme ich mit. Die Fähre legt in 10 Minuten ab. Gehen Sie schon mal vor. Okay. Wir könnten auch noch eine Woche dranhängen. Was meinst du? Prima Idee.